Total schön, dass ihr alle hier seid. Es ist sehr muckelig hier, wie man bei uns zu Hause sagt. Wie sagt man in Augsburg? Gräbig. Wie? Gräbig. Mann, ey. Da muss man ja richtig, also... Ja, gräbig. Wenn das meine Oma wüsste. Tja, als ich 1982 zu meinem ersten Rockabilly-Treffen ging, da war ich 13, da der Chef von unserer Gang, der hieß Gary. Und Gary kam aus Bayern, zumindest sein Vater, aber er hat immer gesagt, ich bin Bayer. Und er hat gesagt, Roland, hat er gesagt, eins musst du wissen, wenn du hier bei den Rebel Flex Mitglied werden willst, Rockabilly kommt aus Bayern. Und den Beweis trete ich jetzt hier an mit einem Lied von Jimmy Rogers. Betrübte Jodler Nummer 3. Jimmy Rogers hat 12 geschrieben. Der erste war so erfolgreich, der hieß einfach Tea for Texas. Aber die Plattenfirma hat sich sofort gedacht, die Leute erkennen nur das wieder. Das war schon 1928 so, was immer gleich klingt.
Und den letzten hat er dann veröffentlicht bekommen, als er schon tot war, mit 33. Und ich habe es dann in meiner kleinen einsamen Wohnung in Mülheim bis auf 52 geschafft. Ich habe heute eine Auswahl gespielt, weil er hat schon bis Samstag Zeit, oder? Ingrid, zu dir komme ich später. Applaus für Ingrid. Ah, ich spiele jetzt ein Lied für dich, Ingrid, weil du bist die einzige von uns, die weiß, wie wahnsinnig kraftvoll die Liebe sein kann. Und du bist schon mit über 50 in einem Alter, wo man weiß, du hast schon viel überlebt und viel gesehen. Und die folgende Geschichte ist wie fast alle Geschichten, die ich singe und erzähle, wahr. Und sie ereignete sich im Duisburger Hafen in einer Kneipe, ähnlich so groß wie dieser hier, bei Mary's. Und ich bin Taxi gefahren zu der Zeit und hatte immer diesen hübschen, aber sehr stillen Kellner aus dem Mary's in meinem Taxi, der hieß Frankie. Und kurz nach der Wende kam ein Mädchen aus Magdeburg nach Duisburg, um irgendwas zu studieren. Und die kellnerte bei Mary's. Und zwischen den beiden entbrannte eine unglaubliche, inzwischen im Ruhrgebiet sagenumwogene Liebe. Wartest du? Nein! Als Taxifahrer kannst du doch nicht rumflirten. Naja, du willst ja Geld verdienen. Naja, und die beiden waren, also wenn die im Taxi waren, schmolz das Kunstleder des Rücksitzes nur so dahin. Aber eines Tages war Frankie alleine bei mir, stieg vorne, eine war wieder total still, so wie früher. Und ich sagte, Frankie, was ist los? Und er sagte, ich weiß auch nicht, hat er gesagt. Und egal, was passiert, aber das, was mit mir und Jenny da ist, das wird nicht gut enden. Aber du singst Lieder. Auch wenn da keiner auf deine Konzerte kommt. Aber schreib ein Lied darüber und warne die Leute da draußen vor dieser wahnsinnigen Kraft, die wir Liebe nennen. Es ist die Mörderballade von Frankie und Jenny. Thank you.
Geschichte? Nee, gibt es sicher nicht. Oh, die Liebe hat ein lächelndes und ein weinendes Gesicht. Frankie war ihr Mann. Du weißt Bescheid, Inge. Sie haben sich geliebt. Frankie war ihr Mann und sie haben sich Dank. So, jetzt kommt. Du bist ein Schatzerli mit blauen Augen. Ja, ja, das haben sie beim ersten Abend alle gesagt. Aber dann. Dann haben sie gemerkt, ich kann nicht tanzen. Und dann kriegst du zum Geburtstag das Geschenk, was die Frauen sich selber am liebsten schenken wollen: den Salsa- und Merengue-Kurs im interkulturellen Zentrum Essen-Ost. Und eine 2-Meter-Frau versuchte mir eine lockere Hüfte anzugewöhnen, was in den 2 Tagen nicht geklappt hat. Ingrid, ich sage dir. Ach, da spielen wir doch direkt so ein Tanzlied. Ihr könnt dabei den Tanz der 20er Jahre lernen. Wenn ihr den heute mit mir übt, seid ihr eurer Zeit schon 4 Jahre voraus. Könnt dann punkten Silvester 2020. Nee, es ist der Charleston. Es wird der Tanz der 20er Jahre. Der geht ganz einfach, immer wenn diese rhythmische Figur kommt, müsst ihr das Bein so hören. Und die, die das schon können, die machen dann abwechselnd den oder den. Sollen wir das mal alle üben, alle aufstehen? Komm, komm, ihr wolltet doch. Verkauft euch Jogging-Schuhe für 200 Euro. Heute Abend umsonst. Jetzt. Okay? Erst rechts, nicht an euch gegenseitig umnietet, okay? Wacko, nochmal, komm! Nee, nicht so, ist nicht Tipkick. Charleston! Okay? Und jetzt sehen. Ast rein, stehen bleiben. Sie heißt, treib mir die Trügler auf. Und ich widme es Farhut an der Theke, denn die Thekenleute haben sie immer eine Kneipe, die meisten schlimmen Geschichten anzuhören. Das Lied handelt genau davon. Applaus für Farhut, meine Damen und Herren.
Freundin mein Bier. Ich sitz jeden Abend hier und dir ein paar Nüsse. Komm, setz dich zu mir. Stell dir einen Drink und setz dich zu mir. Jetzt aufgepasst. Wurde so oft verletzt von so vielen Frauen. Doch bei dir spür ich gleich, dir kann ich vertrauen. Hol deine Jacke. Mitgemacht, oder? Wir kommen bestimmt irgendwann mal wieder. Bis dahin habt ihr das drauf.